Wie viel künstliche Intelligenz braucht es im Gesundheitswesen? Damit wollen wir uns beschäftigen. Künstliche Intelligenz oder kurz KI wird heute schon sehr breit eingesetzt, um große Datenmengen schneller und zuverlässiger zu verarbeiten. Aber es kann eigentlich noch viel mehr. Es kann ein ebenbürtiger Assistent für den Arzt, für die Ärztin werden. Und wie es funktionieren kann, wie KI in der Medizin eingesetzt werden kann, das wollen wir hier von unseren drei Gästen hören. Unsere drei Gäste werden je einen kurzen Input geben aus ihrem Alltag, aus ihrem Arbeitsgebiet als Ärzte im Inselspital. Und anfangen möchte ich mit Herrn Professor Dr. med. Daniel Elversold. Sie sind Direktor der Universitätsklinik für Radioonkologie und Vorsitzender des Direktoriums des Tumorzentrums Bern am Inselspital. Und Ihr Team entwickelt KI-basierte Softwarelösungen für eben die Bestrahlung von Tumoren in der Radioonkologie. Bin ich gespannt, was Sie uns erzählen, wie die KI da unterstützen kann. Gut, danke vielmals. Ja, ich darf ein paar Minuten dazu verwenden, ein paar Inputs zum Thema AI, Artificial Intelligence im Bereich Radioonkologie. Wie ihr wahrscheinlich wisst, ist Bestrahlung eine der zentralen Säulen der Krebsbehandlung, neben der medikamentösen Behandlung und der Chirurgie. Etwa 50% von allen Patienten werden bestrahlt im Verlauf ihrer Erkrankung. Also es ist eine grosse Anzahl von Patienten, die bestrahlt werden. Und entsprechend ist auch das Einsatzgebiet sehr wichtig von künstlicher Intelligenz. Um das so ein bisschen einzuordnen, habe ich hier die Behandlungskette für die Bestrahlungsplanung mal eingeblendet. Am Anfang steht natürlich die Indikationsstellung. Dann durchläuft eigentlich jeder Patient eine Schnittbildgebung, in aller Regel ein CT, wo nachher der Arzt in aller Regel immer noch händisch einmal die Risikoorgane, die man schonen will, aber auch Tumoren, die man bestrahlt haben. Das geht als Rezept nachher zu einem Physiker, zu einem Softwareingenieur, der nachher anhand von verschiedensten Optimierungsparametern einen Bestrahlungsplan macht. Auch das ist mehrheitlich ein händischer Prozess. Der Bestrahlungsplan geht nachher durch verschiedene Qualitätssicherungsmaßnahmen, bis er nachher am Patienten appliziert wird auf der rechten Seite. Und an verschiedenen Stellen, eigentlich an fast allen Stellen von dieser Vorbereitungskette, kann AI eine Rolle spielen. Wir sind vor allem tätig im Moment im Bereich von der automatischen Segmentierung, vor allem jetzt mit Fokus auf Hirntumoren, wo wir aber natürlich auch die anatomische Sublokalisation, also Areal im Hirn speziell segmentieren, wo sollen geschützt werden als Bestandteil von dem Rezept, das ich davon geredet habe. Die Vorteile, die das geben kann, ist eine Beschleunigung des ganzen Prozesses. Eine Bestrahlungsplanung dauert in aller Regel ein paar Tage, Arbeitstage. Man kann das mit solchen Algorithmen auf ein paar wenige Minuten reduzieren. Das heisst, Patienten können ja früher zu der Behandlung kommen. Aber abgesehen von diesem Zeitgewinn ist es ohne Optimierung der Qualität, die wichtig ist. Das heisst, man macht eine homogenere Behandlungsplanung und man tut auch die neuesten Guidelines, internationale Guidelines, in die Algorithmen einpflegen und kann so auf indirektem Weg eigentlich auch besser sicherstellen, dass die Guidelines beachtet werden. Wenn man so eine homogenisierte Planung hat, kann man nachher auch viel besser neue Interventionen in Studien nachher, beurteilen. Wir machen das mit sogenanntem Deep Learning, mit überwachtem Lernen anhand von manuell erzeugten Zieldefinitionen. Aber wir wollen eigentlich das System auch befähigen zur automatischen Weiterentwicklung von Algorithmen durch neue Patientendaten und entsprechende Korrekturen durch Experten. Unterdessen ist AI bereits im klinischen Alltag angekommen. Seit dem Sommer von diesem Jahr läuft bei uns eine Bestrahlungsmaschine Ethos, wo sogenannte adaptierte Bestrahlung kann machen. Das ist eine neue Technologie, die den Plan of the Day kann generieren. Also all das, was in aller Regel ein paar Tage beinhaltet, kann man auf ein paar wenige Minuten zusammenschrumpfen. Der Patient kommt her, bekommt ein CT. Innerhalb von ein paar wenigen Sekunden ist die automatische Segmentierung gemacht. Dann gibt es eine automatisierte Plangenerierung, die aber vom Arzt muss supervidiert werden und auch vom Physiker, um nachher letztlich das Okay zu geben, okay, let's go mit dem Plan of the Day. Vorteile können sein, dass man sich auf die aktuell vorhandene anatomische Situation kann fokussieren kann, entsprechend bessere Risikoorganschützung kann vornehmen kann, mit der Hoffnung, dass wir weniger Nebenwirkungen produzieren mit der Bestrahlung. Aber nach wie vor, ich habe das vorher kurz erwähnt, es braucht die menschliche Überwachung. Ich habe hier ein einfaches Beispiel gezeigt vom Algorithmus, der fehlgeleitet worden ist.
bei einem Patienten, den wir das MRI vom Hirn gemacht haben, hat er auf einmal hier das linke Schultergelenk als Augäpfel missinterpretiert und hat dazu eigentlich passenden Augennerv in die Nähe von diesem Schultergelenk hinein modelliert, was natürlich nicht stimmt. Für uns Menschen ist das klar, dass es kein Auge ist, aber der Computer hat das zuerst müssen lernen. Also die menschliche Überwachung spielt nach wie vor eine Rolle, insbesondere dort, wo man es eben nicht so auf Anhieb gerade so ganz klar sieht. Das ein paar Inputs aus dem Bereich von der Radioonkologie. Das ist in enger Zusammenarbeit natürlich mit der Uni Bern, mit dem Center for AI in Medicine, insbesondere mit Mauricio Reyes, wo wir sehr eng zusammenarbeiten. Merci vielmals. Also wir haben gehört, künstliche Intelligenz, das ist schneller, effizienter, tagesaktueller, aber es braucht immer noch den Menschen. Genau. Und ich bin gespannt, mehr zu hören. Ich habe hier neben mir noch Professor Dr. Guido Beldi. Er ist leitender Arzt der Viszeral- und Transplantationschirurgie im Inselspital. Und Sie haben KI bereits früh als Chance entdeckt, dass man wirklich dem Chirurgen eine echte, unparteiische, objektive Hilfe zur Seite stellt. Und was die Chancen von künstlicher Intelligenz im Operationssaal sind, da werden Sie uns jetzt gleich mehr dazu erzählen. Ja, merci vielmals. Die Chirurgie hat schon gängig das Ziel gehabt, Komplikationen zu verhindern. Einerseits in dem, dass man Patienten sehr gut vorbereitet, aber auch in dem, dass man während der im Operationssaal Qualität hochhält. Und früher, bevor man Videos hatte, ist es so geschehen, dass einfach der Kollege oder der Chefarzt ist zuschauen und hat einem ein bisschen geholfen. Aber erst mit den Jahren, wo man nachher hat Videos hatte, hat man auch erkannt, dass man auch anhand von Videos kann erkennen kann, wie die Qualität ist. Aber früher hat das nur stattgefunden, indem ein Spezialist die Videos angeschaut hat. Und das war sehr zeitraubend gewesen. Man musste sehr viele Videos analysieren. Und entsprechend war das nicht praktikabel gewesen. Es hat Experten gebraucht und es hat sehr viel Zeit gebraucht. Und aus diesem Grund war unsere Idee gewesen, dass man versucht, anhand von Videos automatisiert die Qualität vor Operation zu bestimmen. Was wir gemacht haben, und jetzt kann man vielleicht das Video abspielen, was wir gemacht haben, das ist jetzt ein Beispiel von einer Gallenblasenoperation. Man sieht links oben ein Instrument, das erkannt wird, rechts unten ein Instrument, das erkannt ist. Wir haben somit zuerst einmal dem Computer gezeigt, wie sie bewegende, und das ist relativ das Schwierige hier im Vergleich zu statischen Bildern, wie können Instrumente erkannt werden. Und als zweites haben wir nachher die zwei bewegenden Instrumente können in Bezug zum Bild zum Bild setzen, aber auch zum Beispiel zu diesen Clips. Und man hat nachher können durch das lernen, wie das effektiv Qualität ist. Wir haben 240 Videos so aufgenommen und wir haben nachher durch Experten die Videos reiten. Am Anfang haben wir das ganze Video genommen, haben gemerkt, das ist viel zu viel Datenmaterial und am Schluss haben wir nur einen 5-Minuten-Teil genommen vom Video und haben auch gemerkt, das ist viel zu viel Datenmenge. Am Schluss sind wir zu ganz kurzen Sequenzen übergegangen von 5 bis 15 Sekunden, die man einfach analysiert hat durch einen Computer. Und hat aber nachher können erkennen, dass nur durch die Analyse von diesen 5, 10 Sekunden, dass der Computer kann lernen kann, dass er das Gleiche kann beurteilen kann wie der Experte. Man hat eine Testkohorte gehabt und dann hat man noch das überprüft in der zweiten Kohorte und wir haben nachher gesehen, dass eine Übereinstimmung zwischen Expert und dem, was der Computer von über 80% erfolgt. Also in diesem Setting eigentlich ein sehr gutes Resultat. Und jetzt, was sind natürlich Konsequenzen von dem, ist die nächste Frage. Oder? Und eine Konsequenz, und das haben wir schon umsetzen, ist, dass man anhand von so einem Video kann die Clips, die man vorher gesehen hat, das sind die weißen Clips, automatisch kann erkennen und automatisch kann erkennen, ob die am richtigen Ort liegen. Für einen Spezialist ist das eigentlich selbstverständlich, dass er das sieht. Aber für den, der jung ist, der vielleicht eine Unterstützung braucht, der ist sehr dankbar. Und der sieht nachher, rot ist nicht gut und grün ist nachher gut. Also analog vielleicht einem Navigationssystem vom Auto. Das sind so ein bisschen die aktuellen Entwicklungen. Langfristig geht das nachher in eine Richtung, wo man sich sagen kann, ja, man erkennt Müdigkeit, man erkennt sogar Qualität. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Merci.
Merci vielmal, also sozusagen ein Navigationssystem für die Ärzte und das mit nur 10 Sekunden Video. Also es braucht wenig, um viel zu erreichen. Ja, mein letzter Gast heute hier ist Professor Dr. Roland Wiest. Er ist stellvertretender Chefarzt und Forscher im Bereich der Neuroradiologie am Inselspital. Und Sie sind auch schon lange im Bereich vom Einsatz der künstlichen Intelligenz im Gesundheitsbereich unterwegs. Und Ihr Feld ist vor allem jetzt, wie können wir im Verbund lernen? Also mehr als nur die wenigen Datensätze, die man als einzelnes Spital vielleicht zur Verfügung hat. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf den Spannungsbogen jetzt vielleicht nochmal aufgreifen und Sie erstmal fragen, wenn Sie das letzte Mal in ein Flugzeug gestiegen sind, hatten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt Probleme damit, sich der künstlichen Intelligenz auszusetzen? Und die Antwort wird wahrscheinlich sein, nein, Sie vertrauen diesem System. In der Medizin dauert es häufig sehr viel länger. Der Grund ist natürlich dafür, dass man mit seiner eigenen Gesundheit und seinem eigenen Leben eintritt in das Vertrauen, dass diese Systeme korrekt funktionieren. Eines der Kernprobleme, das wir heute sehen, ist diese Zunahme an digitalen Datenmengen. Also wir haben heute im Inselspital Bern pro Jahr etwa 23.000 MR-Untersuchungen. Jede von diesen Untersuchungen enthält mehr als 1.000 einzelne Bilddatensätze und jeder einzelne Bilddatensatz enthält wieder viele einzelne Informationen. Und häufig ist es so, dass die einzelnen Ärzte diese Informationen gar nicht mehr ohne Unterstützung erfassen können. Und deswegen wirken diese Systeme zum einen als Entscheidungshilfen, zum anderen aber auch in der Quantifizierung. Und sie dienen praktisch wie ein zweiter Arzt, der an der Seite des erfahrenen Arztes diese Bilder beurteilt. Wir haben dieses Spannungsfeld zwischen Arzt und Technologie. Und ich möchte mal so ein bisschen überleiten nochmal in diese Herausforderungen, die wir eigentlich täglich zu meistern haben. Wir haben sehr viele einzelne Bildveränderungen, die sich über die Zeit verändern, so wie hier bei diesen kleinen Marienkäfern zum Beispiel. Und diese Bildveränderungen müssen jeweils korrekt erfasst werden, müssen aber auch in ihrem Volumen, das heißt in ihrer Zunahme oder Abnahme jeweils erfasst werden. Und wir haben Probleme zum Beispiel bei Alterserkrankungen, wo wir einschätzen müssen, ob sich Systeme wie das Gehirn verändert. Und es ist nicht immer einfach für den Einzelnen, diese Veränderungen zu erfassen. Es werden also Bilddatensätze trainiert. Das passiert üblicherweise, was wir bereits gehört haben, auf sehr großen Datenmengen. Und wir können heute eigentlich zeigen, dass die maschinellen Ansätze, also die KI, in der Auswertung, in der Erkennung dieser Systeme genauso akkurat funktioniert, wie das der Arzt tun kann. Wir können noch viel mehr. Wir können zum Beispiel Prozesse, das, was Sie hier in Blau und Rot dargestellt sehen, erfassen, die eine Veränderung des Hirnvolumens zeigen über die Zeit. Und wir erkennen damit auch, dass was in Rot hier zu sehen ist, das sind positive Veränderungen. Wir erkennen auch plastische Prozesse im Gehirn, die auf eine Therapie dann reagieren können. Ein anderes großes Thema neben diesen chronischen Erkrankungen sind die akuten Erkrankungen. Sie haben alle gehört, beim Schlaganfall ist die Zeit unglaublich wichtig. Und hier geht es zum einen um die Entwicklung von Alarmsystemen, die zum Zeitpunkt des Notfalls auch in einem vielleicht anderen Krankenhaus diesen Alarm generieren können und Teams zusammenführen können. Zum anderen möchten wir natürlich auch diese Effekte abschätzen. Und diese Effekte, die haben insofern Konsequenzen, weil wir Gewebstypen klassifizieren können mithilfe der KI, die potenziell heilbares und potenziell eben nicht heilbares Gewebe erfassen können. Und hier kommen wir jetzt zu dem, was Sie uns gesagt haben. Es ist natürlich heikel, Daten von verschiedenen Zentren zu poolen. Es gibt ein System, das sogenannte föderierte Lernen. Das ist ja wie gemacht für die Schweiz letztendlich, konföderiertes Lernen, wo eigentlich nur die Ergebnisse von den einzelnen regionalen Datenanalysen gepoolt werden und so diese Algorithmen trainiert werden. Also ein sehr vielversprechendes und ein sehr sicheres System, um eben auch verschiedene Zentren zusammenbringen zu können. Was es braucht für diese Systeme, das ist ein neues Denken. Und dieses neue Denken, das macht es notwendig, dass Ingenieure, Ökonomen, Wirtschaftsexperten, aber auch Mediziner enger zusammenarbeiten, dass wir gemeinsame Ausbildungsplattformen schaffen, in denen wir uns gegenseitig weiterbringen und in denen wir die Grenzen und insbesondere auch die Möglichkeiten dieser künstlichen Intelligenz weiter fördern. Wir tun das in Bern, Herr Ebersold hat es ja schon gesagt, im Zentrum für künstliche Intelligenz und im CITEM, dem translationalen Zentrum, und versuchen für die Zukunft eben diesen integrativen Prozess des Lernens weiter voranzutreiben. Besten Dank, Herr Wies. Und ich möchte vielleicht gerade im Anschluss fragen, Sie haben schon viel eben drüber geredet, über die großen Datenmengen, über die es braucht, damit es überhaupt funktioniert, dieses maschinelle Lernen.
Was ist denn dort die Limitierung für mich als Laie, für mich als Nichtarzt? Wo kann ich das gar nicht anwenden, dieses maschinelle Lernen? Also ich würde vielleicht sogar mal einen Schritt vorher anfangen wollen. Das Wichtige ist Verantwortung gegenüber diesen Daten. Das heißt, diese Daten müssen die Fragestellung, die bearbeitet werden soll, auch exakt erfassen. Es nutzt also nichts, Daten in großen Mengen zu poolen, deren Information nicht ausreichend ist. Die Daten müssen zur Fragestellung passen. Und daher braucht es ein gewisses Vorwissen, eine gewisse Expertise. Also die KI-Lösung auf der grünen Wiese wird für die Medizin nicht in Frage kommen. Dann braucht es die Bereitschaft, und die wird zukünftig immer größer und immer wichtiger werden, dass die Zentren bereit sind, zusammenzuarbeiten. In der Schweiz gibt es Initiativen, die versuchen, diese Plattformen im Moment zu etablieren. Die sind bereits etabliert worden. Und auch das ist ein weiterer Schritt dazu, dass wir diese sensitiven Daten eben auch gemeinschaftlich wichtiger nutzen können. Und der dritte Punkt, wo sind die Limitationen? Die Limitationen sind immer dann, wenn wir von seltenen Erkrankungen sprechen. Wenn wir also kleine Datenmengen haben, wo der Experte durch jahrelanges Lernen, wo er vielleicht ein oder zwei Fälle pro Jahr nur sieht, eine gewisse Expertise entwickeln kann. Algorithmen können diese Expertise nicht entwickeln, wenn diese Lernvorgänge nicht tief und nicht umfangreich sind. Also das heißt, da, wo wir wenig Daten haben, wo wir wenig Fälle haben, da brauchen wir den Mensch, weil immer noch dessen Expertise höher ist als der Datensatz. Und das widerspiegelt ja letztendlich auch das, was wir als Ärzte wollen. Wir wollen ja eigentlich Aufgaben, die zeitintensiv sind und bei denen wir eine hohe Fehlerquote haben. Wir wissen, dass beim Erkennen von solchen kleinen punktförmigen Veränderungen, die Marienkäfer von eben, dass wir dort Fehler machen. Und diese Fehlerquoten liegen hoch, die können im Bereich von 20% liegen. Dort können die Algorithmen uns, insbesondere wenn wir ermüden über den Tag, die Arbeit abnehmen. Wohingegen bei den Fällen, wo wirklich die persönliche Expertise, die eigene Erfahrung, die eigene Einschätzung gefragt ist, wir die Maschinen problemlos überbieten können. Sehr spannend. Wir freuen uns natürlich auch immer über Fragen aus dem Publikum. So für die, die jetzt zu Hause am Zuschauen sind oder im Büro am Zuschauen sind, dürfen auch jederzeit gerne einige Fragen an uns stellen. Und ich möchte eigentlich den Punkt gerade nochmal aufgreifen, so der Mensch versus die künstliche Intelligenz. Herr Ebersold, Sie haben es ja erwähnt, die künstliche Intelligenz ist in manchen Fällen super, aber manchmal liegt sie eben auch daneben. Heißt es, sollte ich mich jetzt freuen, dass mein Arzt vielleicht ein Algorithmus ist, oder sollte ich vielleicht doch lieber die Person fordern? Ich würde so sagen, wir haben auch dank dieser Supportfunktion von Artificial Intelligence auch zunehmend mehr Freiräume als Ärzte, um unserer eigentlichen Tätigkeit mehr Raum geben zu können. Dieses Segmentieren braucht sehr viel Zeit. Und wenn wir diese recht eintönige Routinearbeit einem intelligenten System überantworten können, dann entsteht auf einmal Zeit für andere ärztliche Aufgaben. Das ist auch eine Riesenchance, denke ich. Aber es braucht viel Vertrauen in die Technologie. Herr Wiest hat es eben gesagt. Es braucht diese Supervision, diese Überwachung der Systeme. Ohne die sollten wir diese neuen Methoden nicht an Patienten anwenden. Und Sie sagen es schon, es schafft Raum für andere Aufgaben. Das heißt, dass die zunehmende Technologisierung, die technische Unterstützung, schafft auch eine neue Art von Medizin, eine neue Art, als Arzt unterwegs zu sein? Unbedingt, da bin ich fest davon überzeugt. Wir werden auch uns bewusster, was die Human Intelligence eigentlich kann und soll. Dadurch, dass wir eine Erfassung derjenigen Anteile erarbeiten können, was eben durch Maschinen geleistet werden kann, wird uns auch bewusster, was nicht durch Maschinen geleistet werden kann. Und das wiederum ist ein Aspekt für die ärztliche Tätigkeit. Vieles von dem, was in einer Arzt-Patienten-Beziehung abgeht, lässt sich nie durch künstliche Intelligenz ersetzen. Herr Weldi, wie ist es im Bereich der Chirurgie? Dort ist es ja weniger die Interaktion, sondern mehr wirklich das Handwerk. Was ist dort die Limitierung von der Unterstützung durch künstliche Intelligenz? Bis wohin kann das gehen und wo hört das auf? Ja, im Unterschied zu dem, was Professor Wiest und Professor Ebersold macht, leben wir in einem bewegten System. Oder wir haben nicht ein starres Bild, sondern wir haben Situationen, die sich andauernd verändern. Also die Komplexität steigt durch diese temporelle
Veränderungen, das ist das eine. Und hinzu kommen noch die zusätzlichen Daten, wie zum Beispiel Daten vom Anästhesisten, wie ist der Blutdruck, wie ist der Puls, die alle zusammen extrem komplex sind zu integrieren. Also bis dort die nächsten großen Schritte gemacht werden können, wird es noch etwas dauern. Insbesondere auch die Menge an Daten, die man zu verarbeiten hat, das ist hochkomplex. Und ich denke, dort sind zumindest heutzutage noch Limitationen sicher da, technischer Art. Wie sieht es denn in Zukunft aus? Was ist denn Ihre Vision? Ja, ich denke, in der Nähe liegen schon so Assist-Systeme oder eben das Blinken, wenn ich, wie im Auto, wenn ich links abbiegen will und dann habe ich ein Blinken auf dem Außenspiegel, das werden wir in absehbarer Zeit für häufige und standardisierte Operationen haben, das denke ich. Ich denke, was auch kommen wird, sind Systeme, die Müdigkeit erkennen. Auch gibt es auch beim Auto Entwicklungen, die erkennen, wann wird der Chirurge müde. Das wird als Unterstützungsfunktion kommen. Bis Aufgaben technischer Art übernommen werden, wird es noch lang gehen. Mhm. Und Sie, Herr Wiest, Sie haben es ja schon angeschnitten am Anfang Ihres Talks. Es hat auch viel damit zu tun, welcher künstlichen Intelligenz vertrauen wir und welcher nicht. Wo stehen wir da in der Medizin? Vertrauen die Menschen dem Algorithmus oder eben braucht es noch Überzeugungsarbeit? Es braucht definitiv diese Überzeugungsarbeit. Hier haben wir tatsächlich so einen Wechsel zwischen den Generationen. Also wir bemerken sehr häufig, dass die jüngeren Kollegen sehr offen und sehr motiviert auch diesen Technologien gegenüberstehen, wohingegen wir bei den älteren Kollegen manchmal noch so ein bisschen diese traditionelle Einstellung häufiger finden. Letztendlich geht es darum, dass wir Medizinprodukte verwenden. Das heißt, diese Methoden müssen nachweislich die Aufgabe, für die sie gemacht wurden, erfüllen. Und sie müssen auch so konzipiert werden, dass sie sich Änderungen im Zweifelsfall anpassen können. Das heißt, wenn Methoden ändern, dann müssen sich auch diese Algorithmen wieder neu anpassen können. Das heißt, man muss sie entweder nachjustieren oder neue Modelle entwickeln. Also wir sind in einem ständigen und dynamischen Prozess. Aber ich denke, dass unsere kommende Generation von Ärzten eine sehr offene Haltung hier hat und auch das weiter vorantreiben wird. Das heißt, ist das auch schon was heute in die Weiterbildung, in die Ausbildung von Ärzten hineinfließt oder muss man da noch einen Schritt weiter gehen? Nein, wir sind dran tatsächlich. Also wir haben eine postgraduale, also eine Weiterbildung für bereits approbierte Ärzte, die wir anbieten in Form von Zertifikatskursen, wo wir tiefer in dieses Thema einführen. Und wir haben mittlerweile auch im Studium erste Blöcke, in denen wir den Studenten diese Methoden nahebringen. Also es findet den Weg in die klinische Ausbildung im Augenblick. Und ich möchte noch mal bei Herrn Ebersold nachfragen. Bei Ihnen ist es das Tagesaktuelle, das Schnelle, das Effiziente. Mich als Patientin potenzielle wird natürlich interessieren, gibt es auch Möglichkeiten, dass ich vielleicht gar nicht mehr ins Spital, gar nicht mehr zum Arzt muss, sondern dass diese künstliche Intelligenz mich zu Hause abholt mit meinem Gerät, dass das mein erste Anlaufstelle ist? Im Bereich der Bestrahlung, glaube ich, ist das nicht möglich, weil es da einfach Hardware braucht dazu, um diese Strahlung herzustellen. Das wird nicht gehen. Ich denke aber, diese Interaktion zwischen Healthcare Professionals, Ärzten, Pflegenden etc. und den Patienten wird sich in Zukunft tatsächlich anders abspielen oder erweitern durch Hinzunahme von KI-Unterstützung. Das denke ich schon. Auch das ist eine Frage der Datensammlung und der Datenverwendung, wenn es zum Beispiel darum geht, gezielte Nachsorgeschemata zu etablieren. Würden wir sehr gerne wegkommen von diesen fixen Schemata, alle 3 Monate muss der Patient ins Spital kommen, um das und das und das zu checken. Wir hätten viel lieber zum Beispiel Smartphones, die uns Basisinformationen über den Allgemeinzustand des Patienten liefern würden, per AI analysiert, und uns dann im Zentrum sogenannte Red Flags erscheinen ließen, um zu sagen, oh, schau doch mal bei diesen Patienten nach, dem könnte es nicht gut gehen. Mhm. Also das sind auch Aktivitäten, die unterwegs sind, um zum Beispiel in der Nachsorge nach einer Krebsbehandlung den Patienten mehr von zu Hause aus betreuen zu können. Mhm. Jetzt ist es ja auch so, dass die Experten im Datenbereich sind, die großen Tech-Giganten in Amazon, in Google, Apple, drängen ja immer mehr in den Gesundheitsbereich hinein. Sie sind auch näher bei uns, sie sind in unserem Telefon, sie sind in unserer Uhr.
Herr Wiest, wie sehen Sie das? Ist das eine Chance oder ist das ein Risiko? Ich sehe es im Moment ein bisschen ambivalent, muss ich sagen. Unsere Erfahrung lehrt uns, dass kurze Wege für die Entwicklung von klinisch anwendbaren Systemen unabdingbar sind. Wir haben unsere Ingenieure mehr oder weniger in den gleichen Räumen mit unseren Ärzten, sodass der Dialog ständig erfolgen kann. Das große Problem, wenn man Dinge auf der grünen Wiese entwickelt, ist, dass Algorithmen fertiggestellt werden und die Fehler, die vielleicht am Anfang dieser Programmierung erfolgen, eben nicht erkannt werden. Und es gibt Klassiker, wie zum Beispiel die Erkennung von Herzkonturen, die Seiten, wo die Herzen quasi ausgerichtet sind. Wenn man in tief in diese Algorithmen reingeschaut hat, hat man gesehen, dass das L, das sozusagen auf dem Röntgenfilm die Seite anzeigt, eigentlich der wichtigste Indikator für diesen KI-Algorithmus war, um diese Seite zu detektieren. Also es braucht Fachwissen, es braucht Expertise, um diese Algorithmen programmieren zu können. Das passiert am besten in der Interaktion mit den Ärzten. Wie sehen Sie das, Herr Beldi? Sehen Sie da Chancen oder Risiken, dass eben die, die aus dem Tech-Bereich kommen, jetzt mehr in die Medizin hineingehen? Ich denke, zusätzlich zu dem, was Herr Wiesner eben schon gesagt haben, kommt es auch noch darauf an, welche Daten das angeschaut werden. Oder zur Verfügung stehende Daten sind zum Beispiel Krankheitsbilder aus Büchern. Ich denke, die anhand von Symptomen komplexen einfacher zu erkennen, ich denke, dort ist der Weg für diese Tech-Giganten kürzer. Und dort hoffe ich auch, dass relativ bald, nicht nur nach der Hospitalisation, sondern auch vor der Hospitalisation, man Softwarelösungen hat, Apps hat, die mir sagen, ja, ich habe am wahrscheinlichsten mit diesen Symptomen dies und jenes und ich muss zu diesem Arzt gehen. Ich denke, dort sollte der Weg auch nicht so weit sein. Aber bei spezialisierten Anwendungen braucht es effektiv den Arzt, sogar den Arzt, der die Bilder aufgenommen hat oder die Videos aufgenommen hat, um diese zu interpretieren. Oder? Und das kann man als Unabhängige nicht machen. Also das heißt, den Arzt braucht es auch in Zukunft noch. Da ist keine künstliche Intelligenz, die den Arzt ersetzen wird. Ich denke, im Moment sind es effektiv wirklich Supportsysteme und das wird noch sehr, sehr lange bleiben. Auch vielleicht, um in der Chirurgie weiterzusprechen, oder bis ein Roboter autonom operieren kann, das ist im Moment absolut undenkbar. Oder es ist denkbar, dass man mit diesen Robotern durch AI unterstützt wird. Virtual Reality zeigt einem, wo gewisse Gefäße sein können, aber die Manipulation erfolgt durch den Arzt. Besten Dank für den kurzweiligen Einblick in Ihre Fachgebiete, in diese spannende Welt von künstlicher Intelligenz und Medizin. Und für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen geht es dann gleich auch noch mal weiter mit dem Thema. Wir bleiben bei dem Bereich künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen oder wie hat die Digitalisierung dank Corona hier auch Fortschritte gemacht?